Das Neueste aus der Region wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi vom Keller bis zum Dach. Hallo Neumarkt, herzlich willkommen zu unserem vierten Sommer-Special und heute stellen wir euch einen besonders berühmten Sohn der Stadt vor, nämlich den Bildhauer Lothar Fischer. Lothar Fischer kennt man eigentlich auch, wenn man so durch Neumarkt spaziert, denn seine Brunnen und Statuen stehen hier an vielen Orten. Als ganz kleines Kind von 3 Monaten ist er hierher gekommen in die Oberpfalz und somit hat er Neumarkt immer als seine Heimatstadt empfunden, obwohl er in Germersheim geboren ist. Wir stehen jetzt hier vor einem seiner Werke, diesem Brunnen. Das haben Sie gesagt, ist eines Ihrer Lieblingswerke. Wieso? Ich mag den Brunnen sehr gerne, weil er einfach auch im Zentrum sich der Stadt befindet und weil es der erste öffentliche Auftrag von Lothar Fischer war, den er überhaupt als jünger Künstler erhalten hat und dann auch noch von seiner im Grunde Heimatstadt Neumarkt in der Oberpfalz. Und da war er natürlich ausgesprochen stolz. Den finde ich deshalb auch ganz interessant, weil er eigentlich relativ harmlos ist. Es sind diese netten Fische hier auf dieser Pilzform, die Wasserspeier. Aber wenn man sich eben überlegt, was er 1961 künstlerisch außerhalb von Neumarkt gemacht hat, in München sitzend, also man hat revolutioniert, man hat sich aufbegehrt gegen ganz bestimmte, sehr rückwärtsgewandte Vorstellungen und das hat er selber auch mal gesagt, ich habe mich gar nicht so getraut, so was Revolutionäres, so was Vorwärtsgewandtes in meiner Heimatstadt zu machen. Ich finde, man kann ganz gut sehen an den Arbeiten von Lothar Fischer, dass immer so eine kleine Prise Humor dabei ist. Man findet es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man sich mit den Arbeiten ein bisschen genauer beschäftigt, dann sieht man immer den Sinn für Humor, den Lothar Fischer hatte. Gegen die 3 Reiter am Stadel gab es ja auch Proteste. Was ist denn schlimm an den lustigen Reitern? Es war ein unglaublicher Protest gegen diesen Reiterbrunnen. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich finde ihn ja gar nicht so provozierend und Lothar Fischer selber auch nicht. Natürlich sind nach wie vor nicht alle dafür, müssen sie auch nicht. Aber es wird diskutiert, es wird offen diskutiert und ich glaube, durch die Anerkennung von außen, die überregionalen Ausstellungen, ist jetzt auch nach 20 Jahren klar geworden, dass es durchaus eine sehr gute Sache war, das Museum hier in Neumarkt zu platzieren, zu eröffnen. Wir sind eigentlich in Deutschland das einzige Bildhauermuseum, wo der Künstler selber für sein plastisches Werk mit dem Architekturbüro Bärschneider und Bärschneider ein maßgeschneidertes Haus entwickelt hat. Dass diese Verbindung, dass ein Künstler mit einem Architekten hier vor Ort ein Gebäude geschaffen hat für sein Werk, ist sicher einmalig. Ab 4 Jahren kann man hier zu uns ins Museum kommen. Wir besprechen das aber immer sehr ausführlich auch mit den Leuten, die die Führung bei uns buchen. Wir haben auch Kindergartengruppen hier. Wir stimmen immer unser Programm dann ganz passgenau auf diejenigen ab, die uns hier besuchen wollen. Wenn ihr Lust bekommen habt, noch mehr zu sehen von Lothar Fischer, sein Museum findet sich direkt neben der Stadtbibliothek Neumarkt.